So. Wo magten sich die komischen Schlingel verstecken? Einfach nur der Wüste. Analyse. Analyse. Verstecktes Wort. Anal und Lüse. Alle Ebenen. Hilfe! So, sind mega einfach zu besiegen, diese Firma. Und ich summe vor mich hin. Langweile euch. So. So, mit einem Schlag, also mit einer Attacke hier gekillt. So. Also wenn ihr Wasser braucht und so weiter und so fort, dann muss ich hier in einer Oase aufhalten, dieser komische Scheißer. War jetzt ein Overkill. So, also, wo mag er sich wohl befinden, dieser kleine Kerl, Dreckskerl? So. So. Wo mag er sich wohl befinden, dieser komische Scheißkerl? Keine Ahnung. So. Ich weiß auch nicht. Sie ist die Seite, dass die Linien sind sicher. Das ist für so viel. Ach komm schon. Nervige Summstimme. Wir könnten ihn mal. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, wo er ist, dieser komische Scheißkerl. So, diese fetten, harten Brocken, die können mich mal kreuzweise am Arsch lecken.
So, hat er eben knapp überlebt. Eben oder noch nicht. Oder nicht. Je nachdem, wie man sieht. Problem ist jetzt, muss ich... Ich hab keine Ahnung. Obwohl. Kann ich den hier mal so rein zufällig treffen? Vielleicht schaffe ich das sogar. Nö, nee, das. Ach so, die ist ja eine Leer höher. Hätte ja auch klappen können. Ich geh mal. Jo. Jo, hab ich doch geschafft. Hölle. Wüstenmusik hier, Wüstenmusik dort. Laufe durch die Wüste, zum Entspannen durch die Wüste. Eine Wüste, Wüste, Wüste Beschimpfungen, Impfungen. Nun, ich laufe durch diese Gegend hier, entspanne mich bei dir. Nun, es läuft darauf hinaus, ich lese nicht die Mickey Maus. Tschüss, das war's, euer kleiner dummer Klaus. Nicht viel zu sagen, möchte mich nun wegen Ohrenkrebs verklagen. Nun, ich werde nicht verzagen, wir werden alle gleich versagen. Ich habe nichts zu sagen, nichts zu bereden. Durch Regen bringt Segen im Regen. Still wie der Mond, hell wie die Sonne. Du bist eine wahre Wonne. Den Lehrtest bestehen, werden wir uns nun wiedersehen. Ich weiß nicht, was du willst, weil du nie den Mund hältst. Und ich weiß, Wüstenmusik im Maronental, so glatt wie ein Aal. Mm-hmm.
La 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 la. Kahle Bögen. Pfeile und Bögen. Nun, ich komme, um zu bleiben. Deine Gedanken bei mir einzuverleiben. Nun. Hoppala, so. Nun gehe ich immer weiter. Fröhlich und heiter. Nun, das kommt davon. Gehe ich nun auf und davon. Nicht mehr über dir. Ach so, dann läuft es hinaus. Ich komme nicht einfach mal weiter. Ja, also ich finde die ganze Stelle nicht. Ja, also irgendwo muss ich. Ich versuche es noch einmal. Ich versuche noch einmal raufzugehen. Und wenn das nicht klappt, dann nehme ich mir eine andere Quest. Je nachdem. Je nach Motivationslage. Okay. Okay, komm. Quest ab. Pizza. Ich habe gerade mal 1,5 Stunden aufgenommen. Unglaublich. Also, Quest am Wüstenwind. Wüstenwind? Wo ist Wüstenwind? Der Wüstenwind, ja gut. Markt. Markt. Achso, hier noch. Wind und Wüste. Julmo hier. Hi. Ich grüße dich, Sieger. Die stolzen Abenteurer des Wüstenwildes fühlen sich durch deinen Besuch geehrt. Mein Name ist Jonathan Lorenzo Mahil El Valentin Al-Nasal. Er ist die Bande La Sax Monstro, Anführer unserer tapferen Kompanie. Lea? Keine Sorge, für meine Freunde bin ich einfach nur Jul Mahir. Das ist aus dem Mr. T von A-Team. Und jeder ist mein Freund, besonders so ein schmucker Sieger wie du. Hi. Es wäre mir eine Freude, den Berichten unserer Großtaten zu lauschen, Sieger. Aber zunächst müssen wir unsere Errungenschaften begießen. Show, ein Ort, der in der Ahnengesellschaft von großer Wichtigkeit war, ist dem Greifen nahe, nach all den Jahren mühsamer Suche. Und wir wissen von dem letzten Teil, dieses Puzzle vervollständigen wird. Und wir wissen von dem letzten Teil, dass dieses bevorstehen würde. Es muss jetzt nur noch eingesammelt werden. Also, junger Sieger, willst du diese Ehre für dich in Anspruch nehmen? Die Wüstenwind haben einen wichtigen Gegenstand, ein paar diebische Panzerkreaturen verloren. Verdränge in ihren Schlupfwinkel ein und benutze die explosiven Helfer, um ihn selbst zu opfern. Heute liegt die Schildkrötenhöhle auf den lebhaften Fort im Marunental. Yo! Nicht fabulös. Mit einem Sieger wie dir an unserer Seite kann ich schon fast den Geschmack des Erfolges kosten. Das Objekt unserer Begierde ist eine steinerne Platte mit Ahneninschriften und einer Karte des Gebiets, wie es früher einmal aussah. Allerdings wurde es von einer Bande hinterhältiger Strillkröte in Anspruch genommen. Schlimmer noch, sie sind von der sturen und feigen Art, sie werden sich einfach unter den Felsen verstecken und sich niemals bewegen. Da fürchtet euch nicht.
Wir haben von unseren Freunden im Werk im Bereich explosive Unterstützung angefordert. Mit dem Gerät wird es dir möglich sein, die Höhle zu säubern und die Splatten zu erobern. Wir werden eine unserer besten Teesorten für dich vorbereiten. Ist das denn aktualisiert? So, das heißt, Maronental lebhafter hier irgendwo, ne? Millefort, lebhafter hier. Lebhafter Pfad. Da wäre diese blaue, halbtransparente Wand. Wir haben das nützlich mal die Trainingsgelegenheit. So. La 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 la. Was ist denn eigentlich immer so just for fun? Oh nö! Komm, findet ihr was schon, möchte er wieder erkunden. Ja, ist halt wie bei Witcher 3 und so. Da darf man, das ist legal. Ist gesetzlich legitimiert. Also darf ich das auch. So. Gebelebendes Wasser. 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 Jo. Aktiviert okay, Cat 4. P. Benutzen. Also welchen Level hat die Quiz? Panzerbrecher Level 26 sogar. Wie muss ich denn sagen? Danke, dass Sie sich für Cut 4 PU17 entschieden haben. Die ideale Wahl für Minen- und Abwehrarbeiter und Insektenbefall und schweißtreibende Festivitäten. Diese hochmoderne Maschine wurde dazu programmiert, ihren Benutzer nach Aktivierung zu sorgen und Sprengkörper zu sogenannte Bomben. Sie verteilen, wenn sie von einem geladenen Angriff getroffen werden. Während des Nachladens der Bomben und bei Inaktivität wird sie den Bewegungen des Benutzers mittels hochpräziser Bewegungsalgorithmen ausweichen. Sie kann an dieser Konsole manuell deaktiviert werden oder kehrt automatisch in den Ruhezustand zurück, wenn ihr Benutzer das Operationsgebiet verlässt. Zum Beispiel eine Höhle. Achtung, nur an trockenen, kühlen Orten lagen. Nur von ausgebildeten Personal von Kindern und Hunden fernhalten und Katzen. Ja, wie mache ich das? So? So. Ladebombe. So. So. So, jetzt aber. So, jetzt aber. Hallo, fangen Sie doch mir mein Kätzchen. Halt, lauter hat sich wie von der Ferrante gestochen. Davon. So. 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 So, und jetzt noch mal weiter. Na los, wird schon. Ach Gott. Naja, dann ist es halt so, ne? Wir machen einfach weiter. Mm-hmm.
Hallo? Lauf doch nicht einfach von der Ratte gestochen weg. So, war's das schon? Das ist aber... Los! Am nächsten Mal hier. Wer ist noch? Break it! Yay! Hallo? Gabe, Bombe! Bam! Und, wer das noch? Dann kommen noch welche. Verstecken. Los! Gib's mir eine Bombe! Gib's mir, Baby! Yeah! Mein Gott! Weiter nix. Hallo? Befinde dich doch mal auf dem gleichen Layer, Mann! Und weiter geht's! Lade, Bombe, na! Weiter geht's! So! Hast du von? War schon blöd von dir, die Bombe einfach mal so aktivieren. So wie Actimel-Joghurt und so. Anreiseführer. Genau, der Führer mal wieder. So, der Bombenführer kommt zum Führer dieser Aufruhr. Sollen wir das mal jetzt ordnungsgemäß deaktivieren? Kehre zur Station zurück. Jo. Wie viel haben wir? 299, also die Quersumme ist 20. So, also. Oh, muss ich hier zurück? Und dann hier ist ein Pizza. Wieder Framedubs. Hi! Siga, du bist zurückgekehrt und das Lächeln auf deinen Lippen kündet von vom Erfolg, nicht wahr? Mhm. Ah, bemerkenswert. Dies ist wahrlich eine Arbeit der Ahnen. Selbst ein erfahrener, einfacher Reiseführer wie dieser zeugt von ihrer Eleganz beeindruckend. Ich kann es kaum erwarten, meine Augen auf unser eigentliches Ziel zu richten. Ich hoffe, wir können erneut auf deine Hilfe zählen, wenn die Zeit gekommen ist. Planbar. Mit der Belegung des Ahnenreiseführers kann die Suche nach dem Grünen weitergehen. Und weiter geht's. Oh, unser Freund, der Sieger zurück. Ich war schon immer da. Und er freut uns mit seiner Gesellschaft. Und dass du in dieser Zeit der Entdeckung zurückkehrst, ist wahrlich ein Zeichen großen Glücks. Die Winde sind auf unserer Seite. Wir haben das wertvolle Artefakt, das du während deines letzten Abenteuers gefunden hast, untersucht und herausgefunden, dass es zu einem heiligen Ort führt. Wie sieht es aus, Sieger? Bist du bereit, die Früchte deiner harten Arbeit zu erntern? Die Wüstenwind haben die Schrift in der Ahnen studiert und Hinweise auf einen weiteren unentdeckten Tempel gefunden. Dieser ist den Eingang finden, den ihr erkunden. Geh zur zerrissenen Straße im Malruntal und triff dich, Erkunderin Hira. Ja, natürlich, weißt du. Was könnte auch spannender sein? Wie, bla und blub. Hira, die irgendwas. Und blub. Treffe sie an der zerrissenen Straße in Malruntal. Sie wird dir die Details klären. Mögen die Winde dich führen. FPS-Drops. Im zerrissenen irgendwas. Zerrissen, irgendwas mit Adjektiv zerrissen. Zerrissener Weg.
So, weg mit euch. Ich kann euch nicht ausstehen. So, heute sind wir hier im zerrissenen Weg. Hallo? So? Hier ist ja noch einer. So ein Umweltschädling. Ja, ich dachte, so, auf jeden Fall. Nehme ich mal weiter. Ich grüße dich, Sieke. Ich habe auf deine Ankunft gewartet. Wenn die Anweisung dort korrekt ist, sollte der Ort, nach dem wir suchen, irgendwo in der Nähe sein. Nutze deine Analyse, um die Winde zu untersuchen und halte dort Ausschau nach einem Mechanismus. Suche besondere Analyse an Wänden nach Wänden an Wänden. Mit deiner Analyse. Welche Analyse? Ich habe doch keine Analyse. Ach, egal. Mit was für eine Analyse soll ich hier eigentlich? Was ist das hier? Ach so. Soll ich mal versuchen? So. Und dann. Vielleicht so. Hey! So. Was haben wir hier zu erkunden? Sieht auch interessant aus. Sieht sehr interessant. Ich gehe mal kurz mal hier. Ich gehe, das hat mal mit der Quest eigentlich nichts zu tun, aber ich gehe mal trotzdem. Ich gehe mal so viel zu erkunden hier. Nur mal so fragt. Bohrstein? Naja, egal. So, dann gehen wir mal hier. Kann man sich hier irgendwie die Wände hier entlang gehen? Such nur den Mechanismus. Yeah. Wubbel, wubbel, wubbel. Das ist eine Erdbeben, die Stärke 18,7 geben würde. Wusste ich nicht. Hi. Sieger, exzellente Arbeit. Das müsste Eingang sein. Das ist er sogar. Aber das war erst der Anfang. Der wirklich spannende Teil erwartet uns drin. Geh bitte vor und suche einen Weg zum Heiligtum. Ich folge dir, bald ich den Einführungsmechanismus untersuche. Hm? Warum kann ich nicht den untersuchen? Wünschte Hülle. Map. Technisch sieht das ganz normal aus. Wie viel der Level ist der Quest? Level 32, ich bin ja Level 68. Ist auch genauso wie ein Pyro-Tempel. Unglaublich. So, gehe ich mal hier lang. Ja, und wie mache ich das jetzt? Dann muss ich jetzt hier lang. Ihr seid doch Pipifax einfach. Doch.
mega einfach. Aber erstmal werde ich mal versuchen, potenzielle Störenfriede aus, wenn ich sie machen.